So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft-LPs. Ich habe gerade eben schon eine Folge aufgenommen, wir nehmen jetzt noch eine zweite auf und versuchen weiterhin eine Bastion zu finden. Und bevor wir die Bastion finden können, müssen wir leider erstmal rausfinden, wie wir jetzt hier genau weitergehen. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier rüber und dann da hinten runter. Ich möchte gerne wieder runterkommen halt, weil ich glaube, wir sind relativ weit oben gerade, wie ihr seht. Und ich glaube, die Bastions werden eher unten generiert. Ich habe hier noch ein paar lustige Koordinaten im Chat stehen. Das sind die Koordinatenachsen quasi, der Grenzbereiche, in denen quasi die also es gibt quasi so, das habe ich in der letzten Folge schon erklärt, ihr könnt eben gerne noch einfach die letzte Folge gucken, um das zu verstehen, aber ich erkläre es einfach nochmal kurz an dieser Stelle. Für die von euch, die da gerade keine Lust drauf haben und vielleicht gerade neu dabei sind und sich gerade fragen, so, jo, warum stehen da so lustige Koordinaten und was bedeutet das alles? Ja, also die simple Kurzerklärung ist, es gibt quasi so Vierecke quasi auf der Karte, solche Map-Quadranten, sage ich mal, in denen jeweils mal eine Festung oder eine Bastion generiert werden kann. Das habe ich im Minecraft-Wiki nachgeschlagen. Oh, das ist ein Ruined Portal, oder? Oder was ist das da hinten? Das sieht irgendwie richtig komisch aus. Oder ist das irgendwie Teil einer Bastion? Was ist das da hinten? Das ist auf jeden Fall eine neue Struktur, die ich noch nicht kenne. Deswegen werden wir da jetzt definitiv einmal kurz hingehen. Das habe ich in der letzten Folge schon gesehen. Ich war mir nicht ganz sicher, was das ist. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was es ist. Aber es sieht interessant aus. I'm intrigued enough, dass ich jetzt rübergehen werde. Also, ich werde versuchen, darüber zu gehen. So sollte ich es eher sagen. Gehen wir einfach außen rum. Vielleicht gehen wir einfach außen rum. Ich glaube, wir gehen außen rum. Ja, wir gehen einfach jetzt hier hoch. Wir schauen uns kurz um natürlich, ob wir jetzt irgendwo vielleicht sogar schon eine Bastion sehen. Das wäre natürlich eine größere Priorität als das Ding da. So nenne ich es einfach mal. Wir müssen hier jetzt einmal hier außen rum. Also hier hoch und dann da runter. Aber ja, es gibt solche Map-Quadranten quasi und in jedem Quadrant kann entweder eine Festung oder eine Bastion generiert werden. Und das sind quasi die Grenzkoordinaten um mich herum. Die Grenzkoordinatenachsen, sage ich mal. Und mein Ziel ist es natürlich, auf diesen Achsen zu bleiben, damit ich quasi zwischen den Quadranten bin und quasi in beide Richtungen immer schon gucken kann, ob ich da entweder das eine oder das andere sehe. Sollte ich eine Festung sehen, heißt das übrigens, dass keine Bastion generiert werden kann. Sollte ich eine Bastion sehen, kann keine, also ich will eh eine Bastion sehen, deswegen dann ist es mir eh egal, weil ich will halt die Bastion eh finden und sehen und so. Das Ziel meiner aktuellen Mission, da ich gerne so ein Neverend-Upgrade-Bummens-Dingens-Bummens haben möchte. Aber ja, ne, wenn ich eine Bastion sehe, kann er keine Festung spawnen. Sie können theoretisch quasi nebeneinander spawnen, das passiert sehr selten. Und es gibt so einen 4-Chunk-Grenzbereich, ich glaube immer auf der linken Seite, ich bin mir gar nicht sicher, also ne, auf quasi ganz rechts außen und unten in diesen Quadranten, sag ich mal. Da kann für 4-Chunks quasi nichts generiert werden. Es sei denn, es wird quasi direkt an den Grenzbereich von diesem toten Bereich quasi generiert, dann wird es eventuell reingeneriert. Das Spiel funktioniert halt so. Ja. Oh, das ist eine Truhe. Also ich dachte mir schon, dass das eine Truhe sein wird. Das war der Grund, aus dem ich ja gerne hin wollte, weil ich mir dachte, dass es da schon Blut gibt. Das Skelett da hat mich, glaube ich, noch nicht bemerkt. Wir stealthen uns hier mal runter, oder so ähnlich. So. Okay, das soweit so gut, ja. Soweit so gut, so. Ja, also die Never, also ich weiß nicht genau, wie laut man das dann am Ende in der gerenderten Variante dieses Videos hier hören wird, sag ich mal. Aber die Never, die Never Environmental Sounds sind auch mal wieder überhaupt nicht creepy und gehen überhaupt nicht komplett steil. Mit irgendwelchen komischen, mysteriösen, ominösen Schreien im Hintergrund und so. Der Never, wie man ihn liebt und so. So, wie komme ich jetzt hier runter? Ja, genau. Ja, vielen Dank, lieber Geist, der mir gerade ins Ohr schreit. Das ist also ein sehr großer Fan von diesen Sounds, auf jeden Fall. 10 out of 10. Would listen to again. Oder so ähnlich. Wenn es hier einfach so ein Upgrade-Ding drin gewesen wäre, ne? Also da wäre ich schon recht happy drüber gewesen. Wir nehmen mal die Fire Charges mit. Würde ich sagen, aber wir lassen irgendein anderes Geschenk dafür da. Mit Geschenk meine ich irgendwas, was wir halt da lassen müssen, weil ich keinen Platz mehr habe. Hä? Wo ist mein... Oh, okay, ich habe... Okay, dann das macht es natürlich einfacher. Die Fighter... Oh, die sind... oha? Ja gut, ich meine, es ist eine Golden Hoe. Das ist nicht so toll, aber es hat ein Mending drauf. Das ist gut, dass ich geguckt habe. Also, ich habe erst gar nicht registriert, dass die Dinger hier enchanted sind. Die nehmen wir natürlich auch mit. Also, ich meine, das ist nur eine Gold... Das ist so das ist einfach die Swag Hoe... Swag Hoe 9000 oder sowas. Komplett useless, weil es eigentlich, sie hält halt kaum, aber sie hat ein Mending drauf. I don't know. Die finde ich jetzt irgendwie lustig, nehmen wir auf jeden Fall mit. Was lassen wir dafür da? Irgendwas muss ich da lassen. Die Sticks. Ich habe noch 32 Holz. Okay, wir haben genug Holz. Wir lassen, wobei, weißt du was? Das Steinschwert hier. Ne, das kaputte Steinschwert, das lassen wir da. So, wunderbar. Den Helm, der ist jetzt nicht so spektakulär. Ich wäre eigentlich auch interessiert an diesem Obsidian hier eventuell, weil davon habe ich auch noch nichts. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Platz dabei. Ich könnte das andere Steinschwert auch noch da lassen. Aber wir lassen den Obsidian einfach mal da, wo er ist. Ich glaube, diese Ruined Portals findet man eh relativ häufig in der Overworld auch. Und das reizt mich jetzt auch nicht so dermaßen, diese komischen Obsidian-Blöcke zu haben. Das dauert aus dem Ewigkeit nicht abzubauen. Ja, also die können hier bleiben, aber die Hoe nehme ich natürlich mit. Ist ja klar. Außerdem sind wir jetzt hier runtergekommen. Das heißt, eigentlich hatte ich gerade überlegt, wie ich jetzt wieder hochkomme. Ja, Löchen. Wie ich jetzt wieder hochkomme. Aber eigentlich wollte ich eh runter. Und stellt sich heraus, wir sind quasi unten angekommen. Am Boden der Tatsachen. Also am Boden der Tatsachen leider noch nicht, weil am Boden der Tatsachen findet man dann vielleicht ja auch mal eine
eine Bastion. Hm? So. Da findet man vielleicht die Tatsache, dass sich hier irgendwo eine Bastion befindet. Oder so ähnlich. Ja. Aber bis jetzt noch nicht. Schade aber auch. So, sind wir bei 1290? Wir sind schon weit, also wir sind schon im rechten, wir sind quasi im rechten Quadranten. Wir sind hinter X1290. 1290 ist quasi die X-Kante, quasi zwischen den beiden Quadranten hier. So, ich höre da einen Gast in diese Richtung, aber ich habe auch die Hoffnung, dass sich da irgendwas befindet für mich. Irgendwas Bastion-mäßiges, deswegen werden wir da natürlich trotzdem mal kurz nachgucken gehen. Ich sehe aber auch schon wieder hier Basalt-Säulen und Basalt ist ein huge No-No, weil das halt der einzige Bereich ist, wo definitiv keine Bastion reingeneriert werden kann in ein Basalt-Biom. Eine weitere Sache, die ich auf dem Minecraft-Wiki gelernt habe. Was ist das da oben? Das sieht aber irgendwie... Das sieht aber suspekt aus, immer. Ist das irgendwie... Ist das was? Bist du irgendwas? Oh, was ist das da unten? Ist das Basaltsäulen? Sind es Basaltsäulen? Sind es Bastion-Säulen oder so? Was ist das da? Das sieht mir sehr, sehr stark nach Basalt aus. Das da oben... Nee, ich sehe hier irgendwie wieder nichts. Also... Das sieht mal wieder nach gar nichts aus, leider. Oh, was ist das da? Was ist das da? Das sieht irgendwie... Das sieht aus... Das sieht mir nach Häusern aus oder sowas vielleicht? Das sieht aus wie so ein... Das sieht komisch aus. Was ist das? Sind das Bäume? Sind das diese Neverbäume? Was ist das? Okay, das muss ich leider... Ich glaube, da müssen wir leider mal kurz einen kleinen Abstecher rüber machen. Das könnte was sein. Ja, also das... Das sieht komisch aus. Okay, das muss ich mir jetzt einmal kurz näher anschauen. Ich drücke gerade die Shift-Taste so kräftig ich nur kann. In der Hoffnung, nicht in die Lava zu fallen. Ich hoffe, das Spiel kooperiert mit mir. Also, sind das Bäume? Ich glaube, das sind Bäume. Ich muss so ein ganz klein bisschen näher ran. Ich glaube, es sind leider rote Bäume. Ja, das sind halt einfach Bäume, ne? Also. Ist das ein Skelett da oben drauf? Ich bin da trotzdem irgendwie intrigued. Also irgendwie interessiert mich das da jetzt dann doch irgendwo schon so. Aber. Ja gut, wir gehen mal wieder zurück. Das scheinen einfach nur Bäume zu sein. Das scheinen leider einfach nur Bäume zu sein. Okay, das ist schade. Das ist sehr schade. Aber was willst du tun, ne? Also. Zum Beispiel hier runterfallen. Das ist eine Sache, die man natürlich auch tun kann, wenn man zu unfähig ist, hier hochzuklettern. Wie ich jetzt gerade. Machen wir mal so und so und dann passt das. So, Eine Sache, die ihr bei uns natürlich gerne tun könnt, ist es mir ein Abo da zu lassen. Das würde mich sehr freuen. Und mich auch sehr unterstützen. Auf meinem YouTube-Adventure, auf meiner YouTube-Reise ja sozusagen. Vor kurzem habe ich uns die 10.000 Abos geknackt. Da bin ich nach wie vor überglücklich drüber. Bin ich überraschend. Freut mich das sehr. Deswegen, ja, falls ihr unter den ersten 20.000 Abonnenten meines Kanals sein wollt, das ist durchaus noch möglich. Die ersten 10.000 habe ich mittlerweile schon voll tatsächlich, seit kurzem tatsächlich. Ich war im Urlaub, als ich die 10.000 Abos geknackt habe, lustigerweise. Und mein 10.000 Abos Special kommt übrigens auch in ein paar Tagen wahrscheinlich. Ich hab's. Ja, wie gesagt, ich war im Urlaub, sonst hätte ich schon längst fertig und hätte es schon längst hochgeladen. Jetzt bin ich schon ein oder zwei Wochen zu spät, damit theoretisch gesehen, aber so ist das manchmal nicht. So ist das manchmal. So, wir müssen ein bisschen weiter nach links rüber. Um den Quadranten links halt einfach überprüfen zu können, sag ich mal. Und mit ein bisschen meine ich, wir müssen so um die 100 Blöcke eigentlich so nach links rüber oder so drehen. Weil hier kann eigentlich nichts sein, glaube ich. Ich glaube, hier sind wir so grob. Also das müsste alles irgendwie noch so der tote Bereich sein, wo quasi nichts bauen kann. Ich habe nur 26 Blöcke. Ist das genug, um da rüber zu kommen? Wollen wir da rüber kommen? Ich würde gerne... Wir sind schon wieder so weit oben halt immer noch. Also ich bin ein bisschen runtergekommen, ja, aber... also ich habe mich ein bisschen beruhigt, ich bin ein bisschen runtergekommen. Nein, also ich bin von der Koordinatenhöhe ein bisschen runtergekommen, aber... Das ist halt irgendwie immer noch... Alles relativ hoch hier gerade. Ich würde gerne weiter runter. So grundsätzlich. Das ist da unten schon wieder Basalt. Wieso ist da schon wieder Basalt? Man, wieso ist überall Basalt hier? Das ist doch einfach doof. Mir gefällt es irgendwie besser, jetzt hier einfach runter zu gehen, muss ich sagen. Da kann ich mich mit anfreunden, mit dem Konzept jetzt einfach hier runter zu gehen. Das war mal wieder sehr intelligent von mir. Ich brauche ein bisschen mehr Baumaterialien, deswegen don't mind if I do, wenn ich mal kurz ein bisschen so wunderbar ein bisschen Netherrack abbaue. Ja, keine Ahnung, also ich glaube, wir müssen in diese Richtung hier. Noch ein Stückchen und dann können wir hier vielleicht gleich irgendwie was sehen. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass ich da einfach in irgendeine Richtung gucke und da ist sie dann. So, genau da. Da ist die Bastion jetzt und dann passt das, aber bis jetzt ist es mir halt einfach nicht vergönnt gewesen. Weder mit den mit dem advanced Bastion Knowledge, sag ich mal. Also mit dem Wissen, wo die Bastion sich jetzt hier genau befinden könnten. Können und könnten, in welchen Bereichen. Noch als ich einfach randomly durch den Never marschiert bin. Wie der letzte Vollpfosten. Weder mit dem Wissen noch ohne dem Wissen habe ich hier irgendwas gefunden. Außer ein paar Never-Festungen. Aber wie gesagt, ne, es kann entweder Never-Festung oder eine Bastion generiert werden. Da habe ich also einfach Pech gehabt. Das ein bisschen Glück gehört halt auch einfach dazu. Entfernen wir das Skelett da hinten. Das ist irgendwie in meinem von mir
geplanten Fahrt, fast den Enderman anguckt. Fahrt irgendwie mit drin. Weil ich muss aufpassen, dass ich den Enderman nicht aus dem angucke. Hier beim wild durch die Gegend die Maus shaken. 12, also wir sind auf 12,90. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stückchen weiter nach links, um sicherstellen zu können, dass da nichts ist. Es kann auch passieren, dass nichts generiert wird übrigens in diesen Quadranten. Also das sollte ich auch nochmal anmerken. Diese Quadranten müssen nicht zwingend etwas generieren. Oder da muss nicht zwingend irgendwas drin generiert werden. Da kann auch einfach nichts drin sein. Ja, also das kann passieren. Und die Quadranten sind halt auch relativ groß. Das ist das nächste Problem. Ja. Die sind halt wirklich nicht klein. Was ist das da oben? Das ist ein Gast. Das sind Bäume, okay. Ja, die Quadranten sind halt nicht wirklich klein. Sind halt 400 mal 400 irgendwas Blöcke. 432 mal 432, glaube ich. Bevor jetzt jemand fragt, warum ist das so eine krumme Zahl? Also wie so 32 und nicht 35. Ich glaube, ein Chunk ist 16 Blöcke groß. Und die Quadranten sind in Chunks quasi, also ne, alles ist gechunkt in Minecraft. In Minecraft wird alles mit diesen Chunks quasi designiert, berechnet, was auch immer. Ja, also F3 plus G, Chunk Border Overlay, das ist quasi ein Chunk und alles ist in Chunks gesplittet und so. Und so kommt man auf so komische, krumme Zahlen. Ja. Müssen wir jetzt wieder nach oben? Ich will immer so ungern nach oben, weil wenn ich nach oben gehe, dann muss ich immer erstmal wieder den Weg nach unten finden. Und ich glaube, die Bastions werden eher auf dieser Höhe generiert und nicht da oben irgendwo. Dann wiederum die Neverfestung, mein Tab ist auch relativ weit oben gedreht, glaube ich. Deswegen, ob das jetzt wirklich so aussagekräftig ist, weiß ich nicht. Ich sollte lieber mich in die Wand reinarbeiten, anstatt hier. Ich sollte lieber reduktiv arbeiten, anstatt additiv zu arbeiten, ne? Weil dann, wenn ich genug reduktiv gearbeitet habe, habe ich mehr Ressourcen, um additiv arbeiten zu können. Ja, ja. Um mal hier dieses lustige, diese lustigen Wörter ins Spiel zu bringen, die wahrscheinlich auch kein Schwein verstanden hat. Oder so. Außer den drei, I guess, Künstlern. Ich glaube, es ist eher so ein Wort in ja. Ja doch, das ist irgendwo so ein Wort in Künstlerzirkeln, I guess. Müssen wir das auch in anderen Bereichen überlegen, vielleicht so beim in Sachen Architektur Dinge zusammenbauen oder so. Ich könnte mir da noch vorstellen, dass man da auch von reduktivem Arbeiten spricht oder so, aber ja. Ja, logischerweise reduktives Arbeiten bedeutet einfach, man hat irgendwie so einen Marmorklotz und dann entfernt man Marmor. Also ich bin kein Bildhauer oder so, aber ich weiß das halt. Also ne, du entfernst halt Marmor und dann arbeitest du reduktiv, weil du reduzierst den Marmor und dann. Bada bing, bada bum und schon hast du eine Statue. Hey, Hallöchen, Mr. Enderman, alles gut, alles prima. Wir kaufen nichts. Nein, nein, wir kaufen nichts. Du kannst deinen Block behalten. Ich habe kein Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Wir sind alles alt. Wir sind gut. Miteinander und so. Wir sind gute Freunde und gute Freunde kaufen voneinander nichts und so. Also, ja, ja. Alles prima. Okay, da geht's nicht runter, das ist schon mal gut. Das ist auch so ein Paranoia von mir. Ich laufe irgendwo lang und habe dann so Schiss, dass ich einfach in so ein 1x1 großes Loch in mein Verderben falle im Never, weil der Never einfach manchmal so komische Löcher generiert. Hier zum Beispiel auch dann so und so zack und dann fällst du mir so 10 Kilometer runter in irgendeinen Lavasee und dann bist du tot. Wieso finde ich halt nichts anderes? Da oben? Da oben vielleicht? Ja, nein, nein, okay. Boah, ey, das war auch nicht, okay? Ich habe gerade nicht Shift gedrückt. Also, der Grund, aus dem ich mir gerade kurz fast in die Hose gemacht habe, ist, ich habe hier gerade gestanden, ohne Shift zu drücken und ja. Ich lebe. Okay. That was a thing that just happened. Und so. Wo sind wir jetzt hier? 12,90. Ich bin viel zu weit, ist nach links rüber und habe hier nichts entdeckt. Okay, also gehen wir jetzt wieder zurück in diese Richtung. Und also Never ist gerade auch relativ kooperativ, muss ich sagen. Jetzt hier genau auf dieser Koordinatenachse habe ich jetzt hier immer so einen schönen kleinen Pfad gefunden, den man hier entlang gehen kann. Auf der quasi für mich interessanten Koordinatenachse. Das Problemchen, das sich mir hier nur stellt, ist trotzdem nach wie vor, dass ich dadurch trotzdem keiner meinem Ziel nicht wirklich näher gekommen bin bis jetzt. Also zumindest nicht spürbar näher gekommen, weil ich habe immer noch keine einzige Festung oder sonst irgendwas gefunden. Da hinten ist ein Baum, da ist ein Ghast. Ein Ghast, wir bleiben erstmal hier links, sag ich mal, im linken Quadranten. Ich glaube zumindest, wir sind noch im linken. Oh je, da geht es aber auch schon wieder relativ solide weit runter. Ich glaube zumindest, wir sind noch im linken Quadranten. Wir bleiben erstmal hier. Was ist das für ein komisches Loch? Okay. Wir bleiben erstmal hier und laufen weiter in diese Richtung. Passt das? Laufe ich noch in die richtige? Ja, ich laufe noch in die richtige Richtung, okay. Der Enderman wollte gerade wirklich, der wollte gerade wirklich wissen, der wollte gerade in mein Sichtfeld reinlaufen. Ich habe es genau gesehen, mein Freund, du kannst mir da nichts erzählen. Ich habe deinen Plan durchschaut, lieber Enderfreund. So. Wieso ist hier nichts? Also ist. Ich bin schon eine solide Weile am Suchen und ich habe meine Chancen jetzt halt wirklich signifikant erhöht, dadurch, dass ich halt jetzt wirklich auf dieser Grenze quasi laufe. Zwischen Bereichen, in denen jeweils eine Festung oder eine Bastion generiert werden kann. Logischerweise ist die Chance, hier irgendwas zu finden, mit am höchsten. Vor allem, wenn man halt immer nach. Okay. Wenn man immer nach links oder rechts halt rüber swirft. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, hier sind Blaupilze. Okay, alles gut. Alles gut. Hier sind Blaupilze, hier bin ich safe. Das sind doch die blauen, oder? Oder sind die roten Pilze? Ich höre schon wieder den Hoglins. Wir sind hier überall Hoglins. Da ist noch einer vor mir. Okay. Mir gefällt dieser Fahrt nicht. Mir gefällt dieser Bereich nicht. Ich.
würde gerne. Ich würde gerne nach Hause telefonieren oder so. Ich höre schön hocken. Okay. Bitte nicht mich massakrieren oder töten. Oder beides. Was ist denn das? Ist das da? Möglicherweise, wonach ich suche. Ich sollte mal was essen. Ich bin ganz schön low on food, wenn ich falle. Oder on food bar. Essensleistung. Ich darf euch mitteilen, dass auch in echt es mir häufig mal passiert, dass ich vergesse, was zu essen. Weil ich bin so ein Mensch, der einfach vergisst, irgendwas zu essen und dann so, oh mein Gott, warum dreht mein Körper so am Rad? Oh, wieso bin ich so komisch zittrig? Oh na, ich habe mal wieder vergessen, was zu essen. Would you look at that? So, das ist in der Tat eine Sache, ein mir nicht fremdes Szenario, das schon mal vorkommen soll. Ja. Aber ja, wir haben, glaube ich, gefunden, wonach wir auf der Suche sind. Das ist in der Tat eine Bastion, oder? Ja. Ja, sehr schön. Okay, dann, was machen wir jetzt? Was ist, ich habe eben nicht erwartet, dass wir in diese Folge weit kommen. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Das ist jetzt irgendwie so eine Sache, ne? Okay. Okay, ein solider erster Schritt wäre es, glaube ich, erstmal darüber zu kommen, irgendwie. Ja. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Ich habe zwar nicht allzu viele Baumaterialien, aber das passt schon. Meine Nase juckt gerade furchtbar. Aber ich habe letztendlich auch furchtbar Angst, hier runterzufallen. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr, mich nicht kratzen. Ich werde nicht über losgehen, nicht 10.000 Euro einziehen und stattdessen einfach die Brücke hier weiterbauen. So, und jetzt werde ich das nach wie vor immer noch nicht tun. Ich werde erstmal in aller Ruhe dafür sorgen, dass ich hier definitiv lebendig wieder zurückkomme. So, jetzt kann ich mir an die Nase gapschen. Ich weiß, das sind all die Details, die ihr schon immer hören wollt von mir. Und jetzt werden wir Baumaterial fahren. Ah, hallo mein Freund, was geht denn? Los da rein. Wie geht's denn? Und so. Alles frisch? Okay, cool. Das freut mich aber. Okay, so, das war, was ist happened? Okay, oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschrocken. Was hast du zu deiner Verteidigung dazu zu sagen, Mr. Magnus Lime? Das war ja schon kriminell, wie hart ich mich gerade erschrocken habe über dieses Magnus Lime Landegeräusch. Ich habe dich genau mit dem Augenblick gesehen, du kannst mich nicht, nein, du kannst mich nicht überrumpeln. Ich weiß, dass du existierst. Und ich habe das acknowledged, dass du existierst und dass das passt schon so. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht von der Kante runterlaufe, bitte. Bitte nicht von der Kante laufen. Wunderbar. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich Shift gedrückt halte, wie ein absolut Wahnsinniger. Nicht runterfalle. Und das ist in der Tat eine Bastion. Ich habe absolut keine Ahnung, was die Verhaltensregeln sind in einer Bastion. Ich weiß nicht, was hier so der. Was da so die Hausregeln sind, wie ich da bitte nicht rausgeschmissen werde und massakriert werde. Ich bin ein Besucher und möchte. Ich werde meinen Besucherpass anziehen und werde ganz friedlich und freundlich die Bastion erkunden. Und so, das ist so grob der Plan. Das ist der Gameplan. Ich weiß nicht, ob er funktionieren wird. Wie gesagt, wir ziehen einfach unseren Besucherpass an und dann passt das. Die können gerne auch ihr Gold behalten. Das ist mir alles egal. Ich will doch nur mein Ticket. Meine Lizenz zum Neverycraften. Hallo. Oh Gott, das ist einer. Hallo, das ist doch einer. Okay, ja, das ist aber. Hallo. Ja, da, blau. Hallo, blau. Yes. Ja, bitte einmal blau. Danke. Nein, blau. Blaue Karte. Nein, blau. Blau. Blauer Pilz. Nein. Okay, so ist brav. Hier ist noch einer. Okay. Jetzt fühle ich mich sicher. Oh mein Gott. Okay. Was tue ich jetzt? Schritt 1. Okay, meine Essleiste ist voll. Meine Rüstung ist fast komplett im Hintern. Das ist, was man sehen möchte. Wenn man in einen neuen Bereich geht und eventuell mal. Bist du friendly? Wieso seid ihr? Okay, hallo. Hallo! Ich gehöre zur Crew. Nein. Okay. Ja. Wieso bist du? Nein. Alles gut. Ich bin cool. Wir sind cool. Wir sind alle Freunde hier, okay? Nein. Okay. Wir sind alle cool. Wir sind alle cool. Fragezeichen. Sind wir alle cool? Okay. Es stellt sich heraus, ich glaube, man kann da nicht einfach reinmarschieren, oder? Ich weiß nicht so recht. Ist das überhaupt ein Bastion? Ist das überhaupt, wonach ich suche? Das ist das nächste Problem. Wisst ihr was? Das werden wir, glaube ich, im nächsten Part rausfinden. Ich werde an dieser Stelle jetzt, glaube ich, die. Nein, blau. Okay, ich werde die heutige Folge an dieser Stelle, glaube ich, beenden. Wo ist der Typ, der mich gerade gejagt hat mit seiner Axt? Wo ist er hin? Wo ist der Pickle mit der Axt hin? Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich die Folge jetzt hier beende und dann gleich am Anfang der nächsten Folge einfach hinterrücks massakriert und ermordet werde. Da bin ich nicht so der Fan von. Ich werde zwischen dieser und der nächsten Folge, I guess, mal versuchen rauszufinden, was soll ich tun muss, um hier nicht brutalst ermordet zu werden. Ja, und um an meinen Neverate Upgrade Dingsbums ranzukommen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Ja, bis denn würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Lasst mir lieben gerne ein Abo da oder gerne auch Likes und Kommentare. Haut mir auch gerne in die Kommentare, was ich tun kann und nicht tun kann und soll und muss. Ich habe da, wie gesagt, keine Ahnung. Ich hab tatsächlich noch nie eine Western wirklich erkundet. Ich weiß, dass sie existieren, ich weiß so grob, wie sie aussehen, aber da hört man ein bisschen dann mehr oder weniger auch schon auf. Ja. Wir hören uns dann im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Und ja, bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Ja, habt einen schönen Resttag. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quitt euch!